Yeah, Faultier ist 5. Wow, toll, super. Wow, unbedingt gucken. Wow, du willst es. Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faultier ist 5. Das sind die 5 Minuten, in denen ich alles nerdige, geekige Zeug von letzter Woche einfach mal Revue passieren lasse. Fangen wir also direkt an. Wir haben Sonntag und die Niederlage der Bayern von gestern Abend liegt uns allen noch schwer im Magen. Natürlich haben alle Deutschen eigentlich doch zu den Bayern gehalten. Trotzdem herzlichen Glückwunsch zum Triple, dreimal verloren. Aber nicht vergessen, die Bayern haben dreimal zweiten Platz gemacht. Das ist auch schon auf sehr hohem Niveau. Auch wenn ich sie persönlich nicht mag, der Alpelsascha mag sie. Und bevor der wieder weint, trotzdem herzlichen Glückwunsch an die Bayern. So schlecht seid ihr gar nicht. Das Highlight der Woche war wohl endlich der Diablo 3 Start. Auch ich hatte ja schon lange meine digitale Version, habe sie auch schon gedownloadet, installiert und war bereit und natürlich waren die Server überlastet. Ich hatte danach keine Zeit mehr und stellt euch vor, wieder Sonntag und ich habe noch nicht einmal reingespielt. Allen, die es schon spielen, ja, ich weiß, es ist super interessant. Ihr kämpft euch durch die Akte, ihr freut euch. Ich kann es auch ungespielt, ich habe ja die Beta mitgemacht, nur jedem empfehlen. Ja, ich werde es sehr schnell nachholen. Ich weiß, ich hänge hinterher. Dass ich aber noch nicht angefangen habe zu spielen, liegt daran, dass ich jetzt noch für den Windows-Rechner eine Soundkarte bestellt habe, um die Soundqualität endlich mal auf ein vernünftiges Niveau zu kriegen. Ich bin diesen Onboard-Käse langsam leid. Auch nur daran kann es noch liegen, jetzt wo ich schon das zweite Headset habe und es ist immer noch nicht besser geworden. Also am Montag, Dienstag kommt die Soundkarte und dann geht es im Gaming-Kanal auch endlich mit richtigen Diablo 3-Videos los, nicht nur welchen aus der Beta. Internet-Highlight der Woche war natürlich der Börsengang von Facebook. Nach langer Vorbereitungszeit war es jetzt endlich soweit. $38 kostete das Stück. Ich glaube, wer 10.000 Aktien gezeichnet hat, hat am Ende 7 Aktien zugeteilt bekommen. Wahnsinn. Jetzt nach einigen Tagen ist der Aktienkurs wieder auf Ausgabeniveau. Naja, mal gucken, was daraus wird. Ich bin da noch sehr, sehr, sehr skeptisch. Auch habe ich ein Problem damit, wohin soll Facebook noch wachsen? 900 Millionen Menschen sind dabei. Ich glaube, das umfasst jetzt alle, die regelmäßig Zugang zum Internet haben, sind da auch irgendwo drin. Ich persönlich mag Facebook nicht so richtig. Ich finde Google Plus, ja, ich werde nicht müde, dafür Werbung zu machen, um einiges besser, leichter zu ändern. Vor allem, man kann was ändern, sprich Kommentare, Beiträge, muss nicht, wenn man Rechtschreibfehler hat, den Beitrag komplett löschen und neu posten, weil einem der Rechtschreibfehler peinlich ist. Aber nun ja, auch das Feedback auf Google Plus finde ich um einiges besser, sogar noch besser als auf Twitter. Naja, mal gucken, was Facebook sich da in der nächsten Zeit noch ausdenkt, beziehungsweise mit der Kohle vorhat. Die erste Episode von The Walking Dead hat sich schon über 1 Million Mal verkauft. Ich sage die erste Episode. Ja, der Hersteller macht das so wie bei den Teilen schon von Monkey Island oder Sam und Max, die jetzt neu aufgelegt wurden. Es gibt immer wieder so Episoden, die einzeln herunterladbar sind. Ich versuche es die ganze Zeit oder endlich mal Zeit zu finden, neben Diablo 2 und all dem anderen Zeug, ist auch gerne mal auf der Xbox zu zocken. Ich bin selber ein großer The Walking Dead Fan. Staffel 1 und 2 habe ich verschlungen. Zusätzlich habe ich natürlich auch noch ein riesen Comic-Wälzer von den Jungs. Also kann ich nur empfehlen, auch das Comicbook. Die Story ist ein bisschen anders. Mehr verrate ich nicht. Walking Dead, wenn es schon einer gespielt hat, schreibt doch mal einen Kommentar dazu runter. Ich habe es erst von 2 Leuten gehört, weil es doch schon eher so ein Nischen-Computerspiel anscheinend ist, trotz 1 Million Downloads. Auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Boah, war das am Dienstag ein spannendes Fußballspiel. Natürlich rede ich vom Rückspiel Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC. Ich als Düsseldorfer habe natürlich mit der Fortuna gefiebert. Und wer meine Twitter-Timeline verfolgt hat, ich habe natürlich geflucht, als 1 Minute vor Ende die ganzen Fans da auf den Rasen mussten. Was für Honks, ganz ehrlich, ich hätte vollstes Verständnis dafür gehabt, wenn das Spiel abgebrochen worden wäre und, was weiß ich, 15:0 für Hertha gewertet worden würde. Da wäre ich auch konsequent. Ist doch scheißegal, ob sich die Fans freuen würden, dürfen oder sonst was. Die dürfen nicht auf den Platz. Das ist verboten, Torjubel hin oder her. Auch, dass Lumpi dann auf einmal mit einer Bengalo in der Hand gesehen wird, der bekräftigt die ganzen Idioten doch nur so einen Scheiß mit ins Stadion zu nehmen. Das muss doch nicht sein. Naja,
Jetzt am Montag um 15 Uhr wird die Entscheidung bekannt gegeben. Ich glaube, dagegen kann noch mal Einspruch erhoben werden. Aber dann innerhalb von, naja, nächste Woche wissen wir es, wer aufsteigt, wer absteigt. Mein iTunes-Film der Woche war Sherlock Holmes 2. iTunes-Film der Woche, ja, ich habe ein Apple TV und relativ, ja, regelmäßig, einmal die Woche, lade ich mir auch einen Film runter, beziehungsweise leihe ihn mir ganz regulär aus, gucke den dann mit ein paar Freunden zusammen. Und ganz ehrlich, Sherlock Holmes 2, was ein Scheiß. Die Hälfte war doch wirklich rumballern im Bullet Time. Ich mochte Sherlock Holmes 1, die Verfilmung mit dem Downey Jr., auch wenn ich mir Sherlock Holmes nicht so als Karate-Kickboxenden Schlägertypen vorstellen kann, aber die Sprüche sind cool, gut gemacht und. Aber Teil 2, ich war maßlos enttäuscht. Kommen wir zum QWERTY-T-Shirt der Woche und das dreht sich dieses Mal um Star Wars. Ich lasse es mal wieder ganz kurz auf euch wirken. Wir haben hier natürlich Prinzessin Leia und einen kleinen Darth Vader. Die sind noch relativ jung. Sie hatten Luftballons, beziehungsweise jetzt hat nur noch der Darth seinen Todesstern-Luftballon, aus dem dann hier der Rauch rauskommt, weil der hat natürlich mit seinem Todesstrahl den Luftballon von Alderaan kaputt geschossen, nicht Aldrian. Oh Mann, wenn das wieder die Star Wars Fans hören. Also Alderaan ist natürlich putt gemacht worden. Süß, klein, putzig, gar nicht schlecht gemacht. So, das war's auch schon wieder mit Faultiers 5. Folge 29 ist vorbei. Macht's gut, schönen Start in die Woche. Genießt das Wetter, auch wenn es eine regnerische Woche wird. Ich freue mich auf den Sommer. Da kann man wieder endlich mit schlechtem Gewissen vorm Rechner rumhängen. Macht's gut.